steht 3:0 für die Ninjas in Pyjamas. Ich danke euch für die ganzen Fragen, die ihr gerade reingeschrieben habt. Hier erstmal Langkontrolle, schöner Spaydown von Rez. Aber auch ein dickes Brett von Alex hinterher. Ali Deagle. Einfach eine geile Waffe. So, mein Tag war an sich angenehm. Twitch hat mich heute ein bisschen abgefuckt auf gut Deutsch. Okay, ist eher Englisch, ne? Weil die ja ein paar Probleme mit ihren Servern hatten. Ah, Peter mit dem Spraydown. Ja, hoffen wir mal, dass die technischen Probleme Vitality und Nip jetzt nicht zu hart aus dem Trott gebracht haben. Es steht, wie gesagt, 1:0 für Vitality nach Maps. Die haben eben mit 16:7 oder 8 auf Overpass gewonnen. So schnell kann man das vergessen. Half-Life 2 habe ich auf jeder LAN mindestens einmal durchgespielt. Aber Half-Life 2 ist halt auch einfach richtig geil. Ich habe mal eine Zeit lang den Speedrun zu Half-Life 2 geübt, aber der ist halt schon super krass. Sie will keinen Kuss haben. Okay. Ich habe mal viel von ihr gehalten. Nein. Grüße gehen raus an euch zwei. Schön, dass ihr zuschaut. Das 2 wird wie das Oberteil meiner Englischlehrerin. Spannend. Okay. Das ist eigentlich ein neuer Quote wert, ein neues Zitat wert im Chat, Leute. 4:0 für Nip. Eine Waffe haben sie verloren, oder ich meine sogar zwei. Hat nicht ganz genau aufgepasst, weil der Todesgott mich so abgelenkt hat. Wir gucken mal, wie der Aufbau ist jetzt in der nächsten Waffenrunde von Vitality. Forest erstmal mit dem Topspawn. Ah, da lang! Sylvou gepickt. Super getimte Flash von Getright, um Forest diesen Frag so einfach wie möglich zu machen. Nichtsdestotrotz hat der da eine ziemlich krasse Reaktion gebraucht. NBK in der anderen AWP nur mit dem Anschuss gegen Peter. Und da springt er zu früh rum. Hat zumindest noch die Exit-Smoke werfen können, die den B-Spot etwas unter Druck setzt. Aber mit dem Frag vorher kann man den Spieler am Spot noch alleine lassen. Dann aber der nächste Treffer von Forest, der mit der AWP wirklich einen super Job macht. Hier die Flash von NBK, der sich jetzt wirklich alleine verteidigen muss. Hat noch den Frag gegen Forest in der Mitte gemacht. Jetzt sind die NIP-Spieler noch etwas verteilt, aber die A-Spieler bewegen sich nicht Richtung B. Und ich weiß nicht genau, warum NIP jetzt Richtung A aufbauen sollte. Das ist klar, dass man da jetzt noch in zwei Spieler reinläuft. Gatorade hat die komplette Rotation kontrolliert. Apex hier an der Headshot-Schräge. Das ist jetzt wieder eine Situation, aus der Vitality die Runde machen könnte. Doppelmolly auf den Spot, da hätte man noch einen an die Schräge werfen können. Super, sauberes Ding von Apex. APK ist noch mit dazugekommen, hat auch Gatorade bekommen. Und in einer Situation, in der man eigentlich easy hätte 3 gegen 1 auf den B-Spot gehen können, verdaddelt NIP die Runde, eventuell, weil sie nochmal auf den A-Spot geht. Habe ich gerade A-Spot gesagt? Ich meinte vorher natürlich den B-Spot. Die Bombe kommt jetzt durch, ist nochmal am B-Spot angekommen. Ist das hier der nächste Klatsch von den Ninjas in Pyjamas? Der plant zwischen Plateau und Doppelbox, Lecro. Mit dem, wollte Positionswechsel machen. Ich weiß nicht, ob APK jetzt genau gesehen hat, dass sich Lecro zurückgezogen hat. Apex in den Cutters. Lecro versucht jetzt über Timing am Loch zu spielen. Aber wird jetzt hier gerade auf Guard erwischt. 13 AP. Ja, und da muss Apex nur weiter auf die Kante zielen. Bombe wird defused und auch der 10 Sekunden Defuse wird reichen. Das ist die erste Runde für Vitality. Hier auf das 2. So, G2 führt auf Map Nummer 2 mit 12:3 zur Halbzeit. G2 aber auch schon ein historisch gesehen starkes, das 2-Team. Ich denke, da wird sich Enz jetzt nicht unbedingt wundern, dass sie hier auch mal auf die Mütze bekommen. Allerdings hat Enz richtig krasse Comeback-Qualitäten und der Tempowechsel von NIP ist einfach ultra krass. Allerdings haben sie die CD-Base-Smoke nicht geworfen. Lassen sich da von Alex und Apex direkt mal rausnehmen. Die Bombe liegt jetzt auch noch vor dem B-Spot in der Mitte. Alex wird jetzt auch geboostet, hat die Bombe jetzt sogar im Blick. Ich weiß nicht, ob er das gesehen hat. Die Smoke liegt da etwas ungünstig für ihn, aber an sich ein guter Winkel, um nochmal Damage zu machen. Bekommt auch den Frag gegen Lecro.
und baut jetzt weiter Kontrolle in der Mitte auf mit der Smoke, die er geworfen hat. Das sorgt nochmal dafür, dass er die Position wechseln könnte. Ist wirklich gut geworfen. Und ihr seht, wie er sich hier schon mal nah reinstellt, kurz die Ecke bangt. Oh, das Timing von Get Right. Das war vielleicht ein bisschen zu viel gewollt von Alex, dass er die Ecke da bangt. Ja, und letzter Spieler ist Forrest. Der hat die Bombe nicht. Kassiert einen Headshot, als er kurz vorgeht. Ein One-on-Three gegen eine Doppel-AWP. Selbst auch mit der AWP bewaffnet. Und den Flick hätte ich gern gesehen von NBK, aber der geht vorbei. Es sieht eher nach dem Versuch von Forrest aus, die AWP in die nächste Runde zu bringen. Das Geld der Ninjas in Pyjamas ist auch so gut wie weg. Die AWP zu saven macht auch auf der T-Seite eigentlich immer Sinn. Gerade auf das 2 kann die AWP den Unterschied machen, wenn man da auf der T-Seite ist und einen Pick setzt, auf den man sehr gut aufbauen kann. Dann gewinnt man auch gerne mal eine Eco. Mit einer AWP ist das Pick-Potenzial natürlich ziemlich hoch. Vitality will jetzt auch schauen, dass sie ein bisschen Geld aufbauen. Saven dann lieber die drei Waffen. Wissen jetzt natürlich auch, dass sie gegen eine AWP facen. Dementsprechend muss man da auch etwas vorsichtiger agieren. Spielen auch wieder die Doppel-AWP. Gut, die haben sie mitgebracht. Macht dann durchaus Sinn, das so zu machen. Und wieder dreimal AUG. Also Vitality ist ein Team, das eher von der M4 weggeht und auf die AUG achtet. Forrest ist an B aufgebaut. Da müsste er eigentlich wissen, dass er das AWP-Duell gegen NBK eingeht. So, Apex. Sogar auf den Tower gerade geachtet, der dann der Box... Oh, die bauen den Tower sogar. Das ist ein Triple Tower. Da würde ich jetzt gerne sehen, was Forrest siehst, lieber Observer. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, der Observer hat schon Feierabend gemacht. Ah, da seht ihr, wie Vitality diesen B-Hit antizipiert mit dem Spieler in der Ecke. Oh, beim Positionswechsel bekommt Apex aber den Legshot ab. Der Smokebang von NBK geht vorbei. 55 Sekunden. Immer noch viel Ruhe. Eine Smoke wäre eigentlich nicht verkehrt gewesen bei NiP. Dann hätte man mit der Exit-Smoke gegen die AWP arbeiten können. So, und jetzt noch 35. Saven ist keine Option. Jetzt hat Forrest diesen Pick an B bekommen. In der Mitte haben sie jetzt schon einen A abgestellt. Der wird jetzt wahrscheinlich versuchen, noch die Rotation abzufangen. Und NiP rotiert entgegen der Rotation. Dickes Ding hier von Savu. Richtig starke Reaktion. Und Alex genießt dann die Ruhe an der Headshot-Schräge. Bekommt den Frag gegen Get Right. Die Bombe jetzt down. Zum Glück für NiP nicht runtergedroppt, aber nur noch 10 Sekunden. Headshot auf APK, aber Savu hält dann auch Forrest auf. Zwei Spieler verliert Vitality gegen die Eco. Es ist an sich solide gespielt. Allerdings hat Forrest die AWP nicht durchbringen können. Er hat nur $2.700 und kauft sich deswegen nur eine Scout. Ich glaube, die hat er sogar gedroppt bekommen. Ah, NiP verspielt die Führung gerade so ein bisschen, aber da kann man ihnen keinen Vorwurf machen. Die Runde war eigentlich nicht schlecht gedacht von ihnen. War auch teuer für Vitality. Und da sehen wir nochmal die Quoten. Vitality, absoluter Favorit. NiP mit einer Quote von 10,87. Also wenn du 1 Euro setzt, kommst du über 10 Euro raus. Glaube ich. Ich bin jetzt nicht so der Typ mit Sport, der sich mit Sportwetten auskennt. So, und diesmal der Kurzwinkel von Savu. Sehr selten gespielter Winkel von der AWP. Sofort die Umstellung. Alex an die Schräge, Savu in die Mitte. Und vom Loch wird da noch supported. Savu könnte hier natürlich durch eine Xbox, durch eine CD-Base-Smoke, nicht durch eine Xbox-Smoke, aufgehalten werden. Das heißt, so ein B-Split ist eigentlich immer eine Option für die Ts. Die Smoke kommt auch schön tief in die CD-Base rein. Schwierige Winkelwahl für Savu. Und das ist wirklich nur ein B-Split-Fake von NIP. Aber dadurch, dass NBK länger am Loch stehen bleibt und immer wieder Infos bekommt,
bleiben sie auf A auch stehen, rotieren nicht rüber. Sehr geduldig gespielt von Vitality. Und wie auch schon auf Overpass ist Nip immer sehr viel am Faken, sehr viel Fokus am Ziehen. Und Vitality bleibt da einfach sehr ruhig. Jetzt noch die Flash Force Goose. Ja, Sivu bekommt da sogar den Flash Assist. Alex kann zwar nur einen machen, aber diese Goose-Position, die holt nochmal ein bisschen Zeit raus. 4-4. Und wieder sollte Nip erkennen, dass das viele Faken, dass viele Rotieren nicht funktioniert gegen Vitality. Dass der direkte Hit, das direkte Spielen hier deutlich besser funktionieren könnte. Und dann kann man die Fakes zu einer etwas späteren Stunde, sage ich mal, oder Runde einsetzen. Wenn man den Gegner halt wirklich dazu zwingt, auf bestimmten Druck zu committen. Wie kann NBK da nur einen machen? Zumindest war, glaube ich, nur ein Anschuss dabei. Bekommt den zweiten Apex. Ja, drückt sauber durch. Verhindert hier auch einen möglichen Plant. Und sie bringen die zweite AWP für NBK mit. 4-5. Die Führung für Vitality. So, Sound ist invertiert. Ich gebe das nochmal kurz weiter. Und diesmal eine etwas solidere Waffenrunde. Da spielt GetRight wieder mit einer Scout. Also wirklich gut aufgestellt ist Nip waffentechnisch nicht wirklich. Run Boost in die Mitte. Sieht man recht selten. Aber wenn... Ja, gut, kann man machen. Warum nicht? Vor allem ist so ein Runboost auch immer eine gute Distraction, um Raum zu erschaffen. An einem bestimmten Winkel. Oh, jetzt hier der Molly an die Close-Position. Ich dachte, NBK will da ein bisschen länger stehen, weil er weiter hinten positioniert ist. So, dadurch, dass Vitality jetzt eher mit dem B-Split rechnet. Und auch das ist, finde ich, eigentlich ein guter Read. Denn bisher hat Nip immer an einer bestimmten Position Druck aufgebaut und ist dann in die andere Richtung gelaufen. Und wenn jetzt eben der Druck Richtung kurz kommt, könnte man jetzt natürlich mit dem B-Split rechnen. Aber es kommt der Take an Alang. Jetzt ist NBK hier komplett allein gelassen, versucht das vom Auto zu verteidigen. Molly wäre noch da, es kommt der CD-Base-Drop dazu. Auch das gut gespielt. NBKs Position jetzt bekannt, aber der zweite fehlt. Forrest mit dem Refract. Die Bombe kann jetzt dann ins Spot restern. Währenddessen gegen die CD-Base noch einen Kill gemacht. Da unten wartet noch einer, auch den kann restern picken. Ja, und da kann Apex wirklich nur noch die Augs saven. Da haben wir ihn, den direkten Hit von den Ninjas in Pyjamas. Und das 2 ist nicht unbedingt für die Fakes bekannt. Dafür sind die CT-Positionen meistens zu einzeln gesteckt. Deswegen finde ich es gut, dass Nip jetzt auf den direkten A-Split umgestiegen ist. Wenn jetzt also Druck in Richtung A kommt, müsste Vitality diesen Druck auch eher kaufen, schneller rotieren, damit man die Runde noch gewinnen kann. Und jetzt sind Fakes auch ein bisschen besser möglich. Ich denke, dass Nip die nächsten Runden noch etwas aktiver mit direkten Goals spielen wird, nicht mit den Fakes arbeiten wird. Aber ich glaube, spätestens ja, zu den letzten 2-3 Runden könnte Nip wieder zu den Fakes übergehen. Vielleicht jetzt auch direkt einen Fake reinsetzen. Das kommt so ein bisschen drauf an, ob man weiß, wie Vitality auf Fakes oder auf solche Runden reagiert. Antworten sie direkt? Sind sie eher ein Team, das sagt, okay, die werden das jetzt nicht nochmal so spielen, die werden direkt faken? Ich denke, auch da wird ein Team immer Tendenzen haben. So, GetRight hat sich da verkauft, okay, war auch nicht dramatisch, dass er das gemacht hat, konnte jetzt auch auf die AUG upgraden. So, Res. Geht down. Wieder sehr schnell die Kurzkontrolle für die Ninjas in Pyjamas, aber die gab's nicht lange. Diesmal Vitality mit einem etwas klassischeren Aufbau. Alang-Kontrolle. Kurz weit vorgegangen, um dann wieder umzustellen. Alang-Kontrolle halten. Mitte doppeln mit dem B-Spieler und einem von A. Aber das war ein starker Entry von Peter. Und so wie es aussieht, will Nip weiter die direkten Hits spielen. Aber Apex kann auch die AWP nehmen. Richtig guter zweiter Schuss auf Legfro.
In der Mitte geht Alex noch down. Gatorade natürlich gerne am Lurken. Die Bombe liegt auf dem B-Spot. Und das ist jetzt ein Laufweg, mit dem man eher nicht rechnen wird bei Vitality. Wenn Gatorade jetzt hier den Drop in die City Base spielt. Und von der Zeit her muss er eigentlich den Drop spielen, außer er will saven. Okay. Er geht den sicheren Drop von der Seite. Bekommt. Ah, er kriegt nicht mal den Spieler oben an der Door. Bitter, dass die Shots in Saivu nicht reingehen. Die sechste Runde für Vitality. Geld sieht aber noch ganz gut aus bei den Ninjas in Pyjamas. Da wird man noch eine Waffenrunde hinlegen können. Ja, Saivu macht den Unterschied mit diesem First Frag an kurz. Das Problem für die CTs ist immer, wenn sich die Ts die Kurzkontrolle nehmen, wenn Nip die hat, dann weißt du nicht, ist es wirklich der A-Go oder wird es nochmal der B-Split. Da kann beides möglich sein. So, der Flash-Hagel Richtung Alang. Ich glaube, 3, 4 Flashes sind da hingeflogen. Exit Smoke, aber NBK hat gesehen, dass da jemand steht. Gut, mit der Smoke weiß man so oder so, dass einer wartet. Oh, der Hit, den hat Apex gehört. Das war, glaube ich, sogar ein Headshot-Hit, den Lecro da abbekommen hat. So, Res. Ah, da ist diese Close-Position. Sollte eigentlich ein Kill sein für Alex. Trade-Kill kommt. Oh, und da hätte Apex fast gewifft. Er geht noch down. Gatorade hat währenddessen Frag an der Lang gemacht. Eine 2-gegen-2-Situation. Schwieriger Call jetzt. Und da kommt der Cutters-Push von NBK. Die Doppel-AWP bei Vitality noch am Leben. Und er geht down gegen Forest. Das wird jetzt für ein schnelles Umschaltspiel bei NIP sorgen. CD Base Smoke liegt auch noch. HE gehört worden. Eigentlich ein leichter Kill für Gatorade, aber Sivu spielt sich in das 1 gegen 1. Und wird hier eventuell sogar direkt durch die Smoke durchgehen. Er wartet einfach auf den Push. Hat das gesehen? Oh Gott, er bangt ihn auch noch. Ich habe keine Ahnung, ob er was gespottet hat. Aber Sivu klatscht das 1 gegen 2 und beide Duelle eigentlich im Nachteil. Und trotzdem gewinnt er das noch. Die siebte Runde für Vitality. Und das sind auch so Runden, die NIP gestern gegen FaZe verloren hat. Kein gutes Zeichen. Das hat sich gerade so ein bisschen angehört, als würde es eine Pause geben. Aber ich denke, NIP wird, wenn sie die Pause nehmen, die Freestyle noch ein bisschen abwarten. Bis jetzt ein Duell auf Augenhöhe auf Map Nummer 2. Oh, da wird ein Lower Cutters Play ausgepackt bei Vitality. Und Sivu steht da weit vorne. Kurz auch aggressiv, damit Sivu da wenigstens ein bisschen Deckung in der Mitte hat. Schöner Check hier von Lecrobar. Oh, das hätte sein Todesurteil sein können. Sivu direkt wieder raus aus der Mitte. Kein HP verloren. Hat den Aufbau von NIP jetzt ein bisschen verlangsamt. Und dadurch, dass NBK weiter so aggressiv an kurz bleibt, belohnen sie sich mit dem Kill gegen Rez. Ah, das ist auch wieder stark gespielt. Nicht zu passiv das Ganze von Vitality. Sondern wirklich schön mit Schmackes in die Mitte rein. Kill erzwungen, sofort wieder auf die passiven Positionen umgestellt. So, und G2 bringt wohl das zweite Best of 3 auf dem A-Feed in eine dritte Map. So, NIP hat gar keine Kontrolle über die Cutters gerade. Sie sind anfangs über die Cutters losmarschiert. Jetzt haben wir die Verlängerungssmoke an kurz, eine B-Split-Smoke noch dazu, aber ein B-Split ohne Cutters-Kontrolle? Ich weiß ja nicht, aber die Idee ist wohl, direkt über die Mitte reinzugehen. Aber mit der Flash gearbeitet. Molly hätte man hier einsetzen können. Gute Nade auf NBK. Jetzt weiß man bei Vitality, dass es da auf den B-Spot über die Mitte geht. Alex. Oh, da war das Mauspad zu Ende. Apex steht aber noch am Cutters Eingang. Riskiert sehr lange. Oh mein Gott, was ein zweiter Kill von Apex. Insgesamt der Triple beim B-Hold. Vitality durch vor allem Einzelleistungen. Jetzt schon bei 8 CT-Runden. Und für NIP wird sich das natürlich echt beschissen anfühlen. Denn die sind, haben eigentlich immer gute Moves. Und am Ende sind es diese Einzelleistungen der Gegner, die dafür sorgen, dass sie die Runden noch verlieren. Nicht nur Sivu, auch Apex gerade on fire. Und Vitality hat, so wie es aussieht, keinen Bock drauf,
zu verlieren. Aber das ist mal ein Entry, der sich gewaschen hat. Mechanisch einwandfrei von Forrest gespielt. Dann auch noch gewartet, bis einer rauskommt. Da hat wohl eine Flash nicht richtig gesessen. APK zwar nochmal mit dem Kill. Der B-Spot jetzt aber eingenommen. Res hält die Lower Cutters und währenddessen holt sich Peter die Bombe. Ah, Vitality hat das hier schon eingesehen. Das Geld sitzt bei ihnen jetzt nicht so gut, weil sie ihre gewonnenen Runden meistens nicht mit vielen Spielern überlebt haben. Deswegen lieber die drei Waffen saven und die Runde aussitzen. Das heißt, so nochmal ein sechstes Ründchen für NIP. Vielleicht wären es ja sogar sieben. So, die dritte Map bei G2 gegen Enz ist real. Schau mal gerade nach, was die dritte Map ist. Nuke wird als dritte Map bei Enz gegen G2 gespielt. Und auch da nochmal der Hinweis an euch alle. Das läuft auf dem englischen Stream. Könnt auch gerne auf den vietnamesischen gehen. Oder einfach hier bleiben und euch das andere Match anschauen. So, durch die drei gesaveten Waffen auch nochmal sehr viel Utility bei Vitality. NBK auf B, direkt der Dreimann. B-Aufbau sozusagen, also einer Mitte, zwei B. Sehr viel Fokus wahrscheinlich wieder auf diesen schnellen Mitte-Push, aber den wird Nip nicht direkt hintereinander spielen. Das wäre natürlich sehr dreist. Necro mit der Mitte-Flash. Alang abzielen, gleich der Kurzaufbau. Da kommt die etwas anders geworfene TBH-Flash. Und Nip wartet erstmal ab. Und seht euch einfach mal auf dem Radar an. Getright steht da vor Alang, der gammelt einfach in der Ecke. Er ist einfach der Camper vom Dienst. So, hier eine, sagen wir eine etwas schwächere Exit Smoke. Die wird Vitality jetzt nicht so stören. Aber der A-Split wieder eine große Gefahr für Vitality, weil die A-Rotation super lang dauert. Nip lässt vielleicht sogar Peter in der Mitte stehen. Ne, der geht mit. Die One-Way schon mal vorbereitet für A-Kurz. Und sie haben noch zwei Mollys. Die können sie entweder für den Spot und die Schräge einsetzen. B-Split-Smoke noch dazu. Vielleicht wieder die CD-Base-Smoke mit dem Drop, die kommt. Die Flash in der Suwu weiß, dass er sich da ein bisschen passiver hinstellen muss. Der Doppelhit. Peter hat Glück, dass er mit 17 AP noch überlebt. Jetzt geht APK aber down. Geht mit einem guten Timing. Jetzt fast beide bekommen. Suwu überlebt mit 8 AP. Für kurz die Bombe gelegt. Bedeutet eigentlich, dass sich Forrest nochmal zurückziehen muss. Suwu bekommt nochmal einen weiteren Kill. 4 gegen 2, Nip eigentlich mit dem perfekten Zugriff, aber Suwu macht wieder den Unterschied. Was ein Triple Kill von ihm, macht fast noch 4 draus, Alex klaut ihm da den Kill. Forrest muss hier jetzt im 1 gegen 4 den Mann stehen, aber es ist Apex, der ihn picken kann. Eine 9. Runde für Vitality zur Halbzeit. Sehr gutes Spiel von den Franzosen, aber auch Nip muss sich hier nicht verstecken. Hat eine gute Anfangsphase, die allerdings sehr gut beantwortet wurde von Vitality. Die technische Pause hat beiden Teams nicht wirklich wehgetan. Ja, und ich würde sagen, wir machen wieder ein kurzes Päuschen. Gleich geht's weiter mit Halbzeit Nummer 2.
Willkommen zurück zu Halbzeit Nummer 2 hier bei Vitality gegen die Ninjas in Pyjamas. Vitality jetzt auf der T-Seite. Eine wirklich solide CT-Hälfte hingelegt mit den neuen Runden. NIP nicht wirklich im Flow drin, das Momentum auf Seiten der Franzosen. Aber in den Pistol Rounds war NIP bisher das stärkere Team. Mal schauen, ob sich dieser Streak jetzt in Luft auflöst. Apex direkt an der Lang geboostet. Wahrscheinlich um sauber die Ecke unten an der Box zu checken. Man wartet dann noch ab auf eine eventuelle Gegenflash. Aber Nip hat sich für ein sehr passives Setup an A entschieden. Nur mit einem Spieler an Kurz, einem in der CD Base, einen am Goose. Mit der Doppelflash bei Peter könnte es eine gute Support-Flash Richtung A geben, wenn der Alarm-Contact gleich kommt. Aber seht euch an, wie passiv Vitality diese Runde angeht. Nur diese Alarm-Kontrolle. Und dann sammeln sie sich da auch, haben das danach abgezielt, stellen sich jetzt nochmal für die Smokes auf. Es wird vielleicht eine tiefe CD-Base-Smoke, vielleicht auch eine Kurz-Smoke und eine Cross-Smoke. Nichtsdestotrotz wird Lecro seinen Contact haben. Kurzer Waffenswitch für den Fokus. Und da fliegt die Smoke an den Cross. Die Flash rüber. Oh, der kriegt direkt ein Brett. Bleibt an der 1. Sehr gut mit dem Winkel gearbeitet. Forrest wird reingeflasht. Die sind alle blind. Das ist richtig gut. Er kriegt aber keinen Frag. Lecro, Peter, beide down. Forrest kommt nochmal in die Smoke rein. Am Spot fällt Get Right. Das Einzige, was gefehlt hat nach der Flash, waren die Kills. Eigentlich war das gut getimed. Forrest geht dann auch noch zu Boden durch die Hand von NBK. Andres, der war der Letzte, der rotiert ist, weil er auf dem B-Spot stand. Er ist auch super stark an der Piste. Aber ein 1 gegen 5 ist selbst mit absolut krassem Aiming immer noch sauschwer. Und seht euch an, wie gut NBK das hier regelt. Zumindest vom Laufweg, vom Aiming eher nicht so solide. Ja, Rez kann ihn auch noch picken. Aber die Runde ist eigentlich nicht mehr in Gefahr. Die Bombe tickt zu schnell, Rez zu weit vom Spot entfernt. Er bekommt zwar noch Kill um Kill, das macht er wirklich super. Aber am Ende ist es eigentlich nur extra Kohle. Er macht halt echt noch ein 4K. Aber jedes Duell von Vitality auch einzeln eingegangen. Die Runde bekommen sie trotzdem 10 zu 6. Die Führung jetzt auf 4 Runden aufgebaut. Und vielleicht werden es sogar 5 oder 6 Runden Führung. So, ist es der Force Buy? Nee, ist es nicht. Rez hat halt sau viel Kohle. Lecro geht auf die Scout, ähnlich wie Vitality gekauft hat, als sie die Pistol Round in der ersten Halbzeit verloren haben. Natürlich der ungünstigste Moment für die Ninjas in Pyjamas. Hier jetzt diese Pistol Round zu verlieren. Apex mit dem Pick gegen den Plateauspieler. Explosiver B-Go. Läuft sehr gut. Ah, Molly liegt auch gut. Und eigentlich wieder eine Situation, in der man kompakt auf Exit-Frags stehen könnte. Oh, MVK. Das war nur ein schönes Ding auf Lecro, aber Rez hat ein gutes Timing. So, und ist erst noch nicht an die AK gekommen. Aber Rez haut das nächste Deagle-Brett raus. Und jetzt geht es natürlich darum, die Runde teuer zu machen. So, Get Right. Mit der Scout. Oh, sehr schöne Flash. Get Right war aber hinter der Wand. Hat einen Hit verteilt. Und das ist natürlich wieder die Gelegenheit für Rez, noch einen Kill zu machen. Jetzt will Vitality die drei Waffen durchbringen. Oh, da waren sogar zwei Hits, glaube ich, dabei. Peter nimmt die Scout mit. Rez die AK. Der hat sogar kleines Kevlar. Das ist eine ziemlich gute Runde. Denn jetzt kann man sogar Lecro nochmal die Scout legen. Man hätte sogar eine Rifle an Lecro legen können. Der Rez kann auf die Rifles gehen. 11 zu 6. Die Führung zwar ausgebaut, aber zu einem relativ teuren Preis. Wir sehen nur eine AK gerade in dieser Waffenrunde bei Vitality. So. Frühe Molly in die Cutters. So, Forrest aggressiv in der Mitte. Alex bekommen. Schöner Laufweg. Und er droppt die Bombe. Die hätte APK vielleicht vorher noch droppen sollen. Zewu auch an der Scout. Und der Schuss ging vorbei. Ja, gut, beim zweiten Mal ist er erfolgreich. 4 gegen 3, Überzahlsituation für die Ninjas in Pyjamas durch den Aggressive Move an Kurz von
Forest. Allerdings ist dann der Spieler, der B-Cutter-Spieler, der gepusht ist, von Nip geholt worden. Versuchen es jetzt nochmal mit einer aggressiven Aktion die Runde aufrecht zu erhalten. Mit den Augs auf Distanz getappt. Blackrow an der Scout. Oh, schöner Jiggle Peek eigentlich, aber Peter sofort dabei. Auch hier wieder schön reagiert. Apex dachte, seine Mates können noch zu ihm kommen. Jetzt hat er das 1-on-3, aber alle Spieler von NIP sind angeschossen. Ein Scout-Hit würde reichen. Da hat Necro vergessen abzudrücken. Passiert mir tatsächlich auch nur, wenn ich die AWP in der Hand habe. Peter von den Lower Cutters. Dann noch mit dem letzten Kill. Die erste Waffenrunde geht an die Ninjas in Pyjamas. Und das Geld von Vitality ist sehr niedrig. Zumindest bei zwei Spielern. Da könnte man überlegen, ob man reinforst, aber das dürfte die erste Runde mit der AWP von Sivu noch weiter verzögern. Apex. Unten. Dem Underground. Underground. Lower Cutters natürlich. Viele Spieler noch mit dabei, insgesamt vier Leute, das ist dieser Close-Mitte-Push. Einfach mal raus, gucken, ob man was machen kann. Viel Utility, es ist ja der Force-Buy bei Vitality. Das heißt, sie können B-Split-Smoke werfen. Und auf diese B-Split-Smoke wird Nip jetzt nicht unbedingt eine Antwort haben. Außer Peter kommt mit diesem Push und das war eigentlich gut gearbeitet. Forrest wollte noch mit ran, aber er geht down, ohne einen Kill zu machen. Rest sucht jetzt die Situation in der Mitte. Schöner zweiter Kill, die Bombe jetzt vor B down. Aber in der Mitte steht noch Apex. Der muss sofort mit dem nächsten Mittelspieler fighten. Oh, die Nate kommt gut. Geldred bekommt dadurch den Kill. Und Alex muss vom B-Spot jetzt runter, um die Bombe zu picken. Er hat sie auf jeden Fall gespottet. Hat jetzt aber natürlich Angst. Und das ist keine schlechte Position von Alex. Er hat sich direkt am Gerüst aufgestellt. Bin mir nicht sicher, ob man das jetzt direkt checken wird. Da der Kill. Die AWP zieht aber rum. Und die Runde geht noch an die Ninjas in Pyjamas. Ja, da muss man sagen, Res rettet das ein weiteres Mal. Aber auch die Aktion von Peter an der Smoke sehr gut erkannt. Er macht zwar nur einen Kill, sorgt aber dafür, dass der Mitte-Push ein bisschen abgestoppt wird. Ich denke, das war ganz wichtig für das Timing von Res an den Doors. Wenn Forrest da noch einen Frag dazu macht, ist die Runde vielleicht sogar noch mit mehr Leuten überlebend machbar. Aber das hat hier nicht sollen sein. Da muss man mitnehmen, was man kriegen kann. So wie Forrest hier die drei Kills macht, lässt dann Peter noch vorgehen. Das sind schon vier MP9-Kills. Man hat hier insgesamt drei SMGs am Start. Und es werden fünf MP9-Frags. Sehr viel Kohle für die CTs, die bei dem Spielstand sogar überlegen könnten, diese nächste Runde als Bonusrunde zu spielen. Aber Forrest hat anscheinend keinen Bock auf die MP9. Ich glaube, mit drei wäre es auch ein bisschen viel. Er geht auf die nächste AWP. Dann haben wir Doppel-AWP, Doppel-MP9 und die AUG bei Rez. Ich finde es gut, dass Rez die AUG trägt. Leistet gerade mit seinen 18 Frags bei den Ninjas in Pyjamas wichtige Arbeit, vor allem am B-Spot. Forrest mit der AWP und 20 Kills gerade Top-Fragger bei den Schweden. So, Apex. In den Lower Cutters, Map-Control-Aufbau. Schöne Flash in die Mitte, aber ist Forrest gerade egal. Gutes Timing auf den Minischlitz und so der First Frag für NIP. Für Vitality ist das nur eine bekannte Position. Die AWP mal wieder in der CD-Base drin. So, Alex stellt sich schon mal für die One-Way auf. Die sollte Peter wirklich nerven, aber der könnte natürlich reingeflasht werden. Das wäre ein guter Moment. Er kriegt die Flash, aber ist ein bisschen zu früh rumgezogen. Dann der Doppel-Molly hinterher, auch nicht gut getimt. Der staked aber auf Sivu und der verbrennt den Molly. Peter bekommt dann noch den Frag auf APK, der ebenfalls viel Damage kassiert hat. Alex im 1 gegen 5. Und da ist Gatorade schon von hinten zur Stelle. 10 zu 11 die Anschlussrunde für NIP und die MP9s konnte man zu AKs upgraden, ohne Geld aufzugeben. Das war ja auch wieder stark gespielt von NIP. Gerade die SMGs wieder gut in Szene gesetzt. Schöner First Frag von Forrest noch hinterher.
Ah, das läuft hier gerade richtig gut für die Ninjas in Pyjamas. Bis auf diese beiden Anfangsrunden der zweiten Halbzeit konnte Vitality hier noch nicht gut durch die Deckung von NIP durchbrechen. Klar, eine knappe Runde mit dabei. Aber der B-Split, wie gesagt, immer eine sehr gefährliche Sache für die CTs. Und das bleibt auch bei diesem Aufbau der Ninjas in Pyjamas so. Denn wieder war es ein anfänglicher 3-Mann-A-Aufbau. Alarmkontrolle haben sie. Wieder der Cutters-Aufbau von Vitality. Diesmal wird es wieder ein B-Split, weil sie auch merken, dass Nip ihnen in der Mitte den Raum gibt. Aber wieder kann Peter eigentlich um die Smoke spielen. Da hat Forrest aber den Kill gemacht. Zieht dann am Molly noch mit rum. Jetzt gibt es den B-Contact. Rez wird da mit der Exit-Smoke natürlich herausgefordert. Zieht lieber die rechte Kante an. Mollys sind dabei. Einer fliegt auch in Richtung Rez. Den ersten dodgt er gut. Sprayt auch auf den zweiten. Dann ist der P250-Shot von APK da. Was fehlt, ist jetzt die Door-Smoke. Und das ist problematisch. Denn das lässt sich Forrest nicht nehmen. Peter noch vom Loch. 11:11. Der Ausgleich für die Ninjas in Pyjamas. So, und ich glaube nicht, dass wir Zeit haben für eine Preview zur neuen Map nach dem Game. So ein bisschen kenne ich mich mit Ruby aus. Hatte sie schon mal beim unseren Community Games auf dem 99 Damage Kanal mit der Community gespielt. Allerdings noch in der älteren Version. Die hat er heute und auch vor ein paar Tagen einige Updates widerfahren. Jetzt schauen wir uns erstmal die nächste Waffenrunde von Vitality an. Rez hat hier den First Break Analog. Peter noch dabei, also der Alarm Clash. Erfolgreich für die Ninjas in Pyjamas. Vitality muss sich zurückziehen, stellt schnell um auf den B-Split. Schöne, schnelle Reaktion und Forrest verschießt. Dadurch ist Getright jetzt allein an B. Will sich dafür den Mitte-Fight entscheiden. Ich glaube, in der CD-Base ist noch keiner drin. Getright nadet hin, lässt den B-Spot damit offen und Vitality hat hier eine richtig kluge Entscheidung getroffen. Sie wissen, dass sie in der Mitte gut Druck gemacht haben mit dem Pick gegen Forrest. Kommen so for free auf den B-Spot drauf. Molly ans Loch. Smoke an die Doors. Und für Getright, bisschen bitter das Timing hier. Mollied aber da direkt. Aber der ist so nicht perfekt. Hätte er vielleicht einen anderen Fixpunkt wählen müssen, um die Position da unten zu mollien. Hat gar keinen Schaden gemacht. Keine Zeit rausholen können, indem er den Plant verzögert. Ja, und jetzt werden die Flashes natürlich noch gut getimed. Ja, diese letzten beiden raus. Apex fängt den Cutter-Spieler ab. 3 gegen 3 Retake-Situation. Nip hatte zwar den Spielervorteil, wenn die Spot kommt. Und das ist Saibu. Das ist Saibu, wie er live und lebt im Close Fight. Getright bekommt zwar nochmal einen Kill. Das war wieder mit sehr viel Spacing gearbeitet bei den Ninjas in Pyjamas. Der erste Spieler geht down. Der zweite nutzt den Raum, den der erste erschaffen hat, um ja, noch zu einem Kill zu kommen. Aber der B-Retake ist verdammt schwer. Geld haben die Ninjas in Pyjamas, aber sie können nachkaufen. Und NIP spielt hier ums Überleben ums Überleben im Turnier, ums Überleben der DreamHack Masters Dallas 2019. Wer hier verliert in diesem Best of Three, der ist raus. Wu mit dem First Break auf Peter. Anna Lang das Ganze leicht verzögert gespielt. Sofort ist es erfolgreicher als in der Runde davor. Forrest hat diesmal in der Mitte Pick bekommen, kommt gerade so weg. Stand eigentlich sehr offen, sehr mittig, als er gesehen hat, dass Alex da nochmal rumzieht. Und Vitality spielt gerne mit diesem Alang anspielen, dann umstellen, schneller B-Split. Das hat hier jetzt nicht so gut funktioniert. Zumindest Alang den Pick bekommen, dann aber in der Mitte den Spieler verloren. So, und so, wo wird da erstmal wieder hingeschickt? Hat Rez noch einen Molly? Nein, der hat nur noch eine Flash. Oh, der Molly sollte von Forrest kommen. Der wird überrascht. Das Timing von Vitality war super. Wieder schön explosiv gespielt. Wieder die Control-Nades geworfen. Die Bombe muss nur noch gelegt werden. Das ist eigentlich wieder eine Situation, in der die Ninjas in Pyjamas ihre Waffen saven sollten. Das ist dann Runde Nummer 13 für Vitality. Aber mit 3 gesaveten Waffen kann man auf der CT-Seite immer noch gut nachkaufen. So, Vitality. Überlebt mit 4 Spielern. Auch gut fürs Geld der Franzosen. Beide Teams jetzt ähnlich aufgestellt. So, und kommt danach noch ein Game? Jawohl. Danach zeigen wir noch North gegen Windigo. Ich denke, auch das ist für alle, die den Lauf von Windigo verfolgen,
eine ziemlich interessante Partie. Auch North aktuell gut unterwegs. Die hatten mit Team Liquid natürlich kein leichtes Los. Necro. Die haben doch gegen Liquid gespielt. Oder bin ich jetzt komplett raus? Lasst mich nochmal schauen. North gegen Liquid. Genau, guck mal. Ich fühle mich ja richtig vorbereitet heute. So, Apex. Immer wieder aus den Lower Cutters heraus. Mit seiner Utility dabei. Sifu hätte die Bombe eigentlich mal droppen sollen bei dem Peak. So, Peter. Wartet er nochmal auf die Flash? Ich glaube, er will einfach... Oh, der Molly könnte abbekommen. Ah, er brennt nicht. Er steht close. Und macht gut Damage, aber eben nicht den Kill. Und das war keine schlechte Gelegenheit für einen Frag. Necro. Ah, die Alang-Deckung ist nicht wirklich da, deswegen muss man sich jetzt eigentlich entscheiden, wie man zählt. Ein A-Split, da könnte jetzt vieles funktionieren. Der B-Split, den Vitality gefühlt jede Runde spielt, den bereiten sie sich wahrscheinlich als Fake für die entscheidenden Runden vor. Das ist eine dieser entscheidenden eigentlich. Guter Winkel vom Forest. Ah, den ersten bekommen, aber Sivu. Ja, das auch für die Refrags ist er natürlich da. Und jetzt hat man wieder den Moment, wo man Door smoken kann. Jetzt hier kleine Absprachefehler, zwei Smokes hingeflogen. Ja, und das musst du eigentlich wieder saven. Ist nicht die Situation, wo Nip sich gezwungen fühlen sollte, da jetzt unbedingt reinzugehen. Das ist nach dieser Runde der Fall. Aber Vitality fängt jetzt sogar nur noch an, den B-Split oder diesen Mitte-Take zumindest zu faken. Der Start für Enz übrigens auch gelungen. Sie führen auf Nuke mit 3:0. G2 ist kein schlechtes Nuke-Team. Aber ich glaube, Enz ist, sollte eigentlich eine Klasse besser sein. Vielleicht kann mir der Agent Wolf auch sagen, ob Kenny S. heute gut drauf ist. So, 14:11, ja. Und immer wieder vier Leute durchbringen, sorgt bei Vitality auch für ein sorgenfreies Konto. Und bei Nip ist das Save natürlich auch immer gut, um Waffen zu droppen. Der Loser-Bonus hilft auch ein bisschen mehr aus. Ja, Utility passt. Peter muss wieder etwas verzichten. Und gerade die CT-Seite auf das 2 lebt von individueller Stärke. Und ich glaube, das Fehlen von Dennis wird hier spürbar sein für die Ninjas in Pyjamas. Get right in Pit. Da kam noch die Flash, die dürften sie gehört haben. Also, ah, da kommt sogar der Boost. Besserer Winkel auf den Pit. Get right hat Sivu aber bekommen. Immer ein wichtiger Pick gegen Vitality, wenn Sivu down ist. Wenn man ihn zuschauen lässt, kann die Runde gut gelingen. Und Necro hält dann an der Lange auch mit dazu. Das ist ein schöner Triple Hold. Sehr verzögert gespielt. Bisher Vitality auch wirklich kompakt unterwegs. Peter kann jetzt sogar zwei machen. Mit der Unterstützung seiner Teammates. Die Geduld, die Nip in den letzten beiden Runden gezeigt hat. Mit den drei gesaveten Waffen, was sie zweimal hintereinander machen mussten. Das zahlt sich jetzt hier aus. Jetzt sogar eine Flawless Round. Kurz durchatmen. Nip muss jetzt wirklich Coolness zeigen. Die schwedische Coolness wird gefordert sein. NIP weiß aber auch, dass Vitality viel Geld aufbauen konnte. Sie werden wissen, dass da auch nochmal eine AWP warten wird. Und wieder geht's in Richtung Alang. Auch hier wieder eine schöne Flash. Forest. Weil man weiß, nach diesem Alang-Druck geht es meistens schnell in die Mitte. Hat er jetzt präventiv den Molly hingeworfen. Auch hier gut aufgepasst. Aber Vitality hat das taktisch schon in der Hand. Sie können jetzt schon sagen, okay, die wissen, dass der Mitteldruck kommt. Präventiv Molly. Vielleicht können wir nochmal aber kurz aufbauen. Aber so wie Forrest und Peter das bisher gespielt haben, ist das mit dem Rotieren Richtung kurz manchmal nicht so leicht. Und diese Smoke von Peter, die nehmen sie jetzt als Einladung, um kurz schneller einzunehmen. Und das finde ich halt richtig geil, was Vitality hier macht. Mit einer guten Flash wird man Lecro, der an der AWP an der Schräge sitzt, auch noch ja, wahrscheinlich gut distracten können. Die One-Way wird geworfen, das heißt, da wird Lecro so oder so keinen Blick hin haben.
Dann kommt jetzt die Flash. Peter überlegt noch mit dem Molly, aber der kam erstmal von Lacro. Und der hat an der Smoke jetzt noch den Kill gemacht. Peter dodgte auch sehr gut den One-Way-Winkel. Sehr schöner Molly noch hinterher. Da kommt noch ein zweiter. Oh, 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 das wird wehtun. Peter mit zwei Kills. Oh, der macht sogar drei, weil der Molly noch hilft. Das ist insgesamt ein 4K von Peter. Zwei mit dem Molly. Super schöner Utility-Einsatz von den Ninjas in Pyjamas. Kein schlechter Move von Vitality, da jetzt den kurz anzuspielen. Aber NIP hat da wirklich hervorragend reagiert. Und ich glaube, dass Nip jetzt so den Stil von Vitality ganz gut lesen kann. Da ist das Timeout, das Vitality jetzt höchstwahrscheinlich zieht. Ja, keine schlechte Idee. Und ich dachte eigentlich, die Reserve bei Vitality wäre besser. Sorgenfreies Bankkonto, habe ich gesagt. Aber so sorgenfrei war es dann doch nicht. Das muss jetzt eine Eco werden. Das heißt, Nip hat die Chance, aufs 14 zu 14 zu kommen. So, und... Ah, sie... So viel Loser-Bonus können sie eigentlich nicht haben. Sie kaufen sehr weit runter. Oh, 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 oh. Vitality wird nächste Runde, glaube ich, maximal 1,9 dazu bekommen. Es waren ja jetzt gerade mal zwei Runden hintereinander für Nip. So, vier Mann in der Mitte. Gute Nate. Damage drei Spieler. Gut getimter Molly. Wieder der Aufbau Richtung kurz. Ja, die Flash hat Forrest, glaube ich, noch kurz gesehen oder gehört. Er bekommt dann trotzdem noch einen Pick gegen kurz. Und er hat ja noch die Rifle mit dabei stehen. Beide eher B-orientiert. Oh, durch die Wand noch APK. Das war einer der Spieler, der, glaube ich, auch angedamaged war durch die Nate. Und immer wieder der Molly hinter die One-Way-Smoke, die Vitality da wirft. Das ist eben das Zeitspiel, auf das Nip da aus ist. Aber Lacros Schuss vorbei. Und jetzt muss man da gegen den Spot arbeiten. Gute Gegenflashes. Die Bombe ist jetzt am Spot. Wird auch gelegt. Getright hat da vorne lang nochmal einen Kill gegen die 2 gemacht. Aber die Bombe ist für kurz gelegt. 5 gegen 2. Apex... Hat sich Forrest schon mal schnappen können. Das darf man mit den Pistons jetzt eigentlich nicht gewinnen, aber Sivu ist noch am Leben. Der kommt nur nicht an eine Waffe. Macht nochmal Damage gegen Peter. Holt auch diesen Frag, das aus dem 2 gegen 5 ist ein 1 gegen 2 für Sivu geworden. Aber Ress hat ihn dann picken können. Also Gefahr gebannt. Starke, starke Eco von Vitality. Den Bombenplant haben sie mitgenommen. Der bringt nochmal extra Kohle. Aber Nip gleich das Game aus. 14 zu 14. Jetzt auch besser aufgestellt für die B-Splits. Kurz wird immer wichtiger für Vitality. Aber auch da hat Nip sofort eine Antwort gehabt. Jetzt muss also ein neuer Plan her. Vielleicht mal ein B-Rush von Vitality. Aber gegen ein gut equipptes Nip ist das... ein schwieriges Unterfangen, das wäre ein harter Call. Sie bauen auf jeden Fall mit drei Leuten Richtung B auf. Am Anfang Vitality mit ein bisschen Druck Richtung lang. Habe ich das Gefühl, sie warten da jetzt. Späte Flash, aber auch ein später Molly von NIP. So, und ich kann aus dem Aufbau von Vitality jetzt noch nicht rauslesen, was sie vorhaben. Beim B-Split hatten sie gefühlt die leichtesten Runden. Nip will jetzt nicht mehr aktiv um die Mitte arbeiten. Sie wissen, wie viel Druck sie in den letzten Runden da aufgebaut haben. Deswegen lassen sie diesen Druck der letzten Runden für sich arbeiten. Vitality wird sich in der Mitte ankündigen müssen mit Utility. So, die One-Way, um die Nades rauszuziehen, eine eher schlechte Smoke von Nip Richtung Kurz. Es soll jetzt, es könnte einen Kurz-Contact geben, aber Lacro zielt die Kante schon an. Sollte da auf jeden Fall im Zoom bleiben, nachdem was er da verbockt hat. Ja, der Pre-Fire-Shot auf die One-Way-Position. Der Molly kommt zu spät, da kommt, können zwei bis drei Leute durchgehen. Und er entscheidet sich dafür, jetzt einfach Richtung Alang zurückzugehen. Da gab es irgendwo noch guten Damage. Ich glaube, mit einer Nade gegen Kurz. Jetzt muss es natürlich die A-Rotation geben. 5 gegen 5 Retake-Situation. Bisher kein wirklich großer Fehler von einem der beiden Teams. Die Nate Richtung Kurz kommt gut. Fast alle Spieler von Vitality jetzt gedamaged. Immer noch zwei Leute an der Lang. Man wird es mit zwei über die CD-Base, einem über Kurz, zwei über Lang in den Retake angehen. Alex aber schon mit dem ersten Kill. Sivu hat jetzt Gatebright noch geholt. Das wird gerade an der Kreuzung gut zerlegt. Der Spieler am Element jetzt auch down. Und flawless geht die Runde an Vitality.
Ja, der Retake im 5 gegen 5 kann funktionieren, aber Vitality liefert hier nicht die Möglichkeit für leichte Frags, für NiP. Die haben nochmal Geld. Habe ich da eine Max 7 gerade gesehen? Nein, habe ich nicht. Oder es liegt noch einer am Spawn. Na, auf jeden Fall hat NiP nochmal die Doppel-AWP. Will das jetzt natürlich in die Overtime bringen. Sie spielen hier ums Überleben. Wenn NiP die Runde verliert, dann sind sie raus. Aber Forest mit dem First Frag in der Mitte gegen Suwu. Die Bombe liegt noch am Spawn. NBK hat die AWP übernommen. Und auch jetzt ist Peter nochmal rüber. Wieder hat NiP sehr viel Angst vor dem B-Hit, vor dem B-Split. So, Res. An B nochmal Utility genutzt. Alex geht mit zur Mitte. Die Bombe kommt jetzt erst vom T-Spawn weg. Immer wieder Flashes in die Mitte rein. Die sitzen auch gut. Forest im Off-Angle. Und hat die Flash gehört. Den Molly mitbekommen. Der wird genau danach nochmal reinziehen. Und dann kommt dieser Verlängerungssmog. Bei der muss er jetzt wirklich vorsichtig sein. Und da spielt Forest schon ein hohes Risiko. Split-Smoke noch dazu, da ist jetzt so ein kleiner Durchgang. Alex überlegt, wie er die Smoke jetzt anspielt. Könnte ein Smoke-Push werden, er stellt sich erstmal rein. Und Race muss jetzt gerade den Spot verteidigen. Da steht noch einer mit am K. Forest ist jetzt aber down als Rotation. Peter, kann er da noch mehr Damage machen? Nein, auch er wird gerefragt. Die B-Spot-Kontrolle für Vitality. Die sitzt, die Bombe sogar noch rüber gedroppt, damit man da nicht von der anderen AWP gepickt werden kann. 2 gegen 3. Das ist jetzt die Situation, aus der die Ninjas in Pyjamas noch eine Runde machen müssen. Flashen erstmal in die Mitte, um hier alles zu checken, damit man da auch sauber aus der City Base rauskommt. Sie haben noch 3 Flashes und eine HE. Die erste Flash an die Door, Get Right, hat allerdings eine Gegenflash. Ist auch seine eigene, die er da abbekommen hat. Muss da nochmal abbrechen. Letzte Flash jetzt im Gepäck, wird wahrscheinlich als Bandenflash geworfen, das hat Apex gehört, kann sich wegducken, sie kommen einfach nicht rein. Apex war jetzt durch Get Right down, Get Right fightet gegen die Kante, der Spray passt nicht, die Bombe tickt immer schneller, Get Right hat kein Kit, er kriegt den letzten, aber es wird nicht reichen. Die Runde geht an Vitality und die Ninjas in Pyjamas sind raus aus den DreamHack Masters Dallas 2019. Zwar nochmal ein starker Retake von Get Right, aber es ist der Sieg für die Franzosen, die sich damit weiter im Turnier halten. Sie sind also im Alles-oder-Nichts-Match angekommen im Lower-Bracket-Finale der Gruppe A. Und da wartet der Sieger aus, lasst mich gerade schauen, North gegen Windigo. Die Partie, die wir also als nächstes auf dem Stream hier zeigen werden. Mal schauen, wer da die Nase vorne hat, wer dann also gegen Vitality antreten muss im Kampf um die Playoffs. Denn wer das Lower Bracket Finale gewinnt, der steht im Viertelfinale der Corsair Dreamhack Masters 2019. Mein Name ist Jacinski, ich hoffe, euch hat der Cast gefallen. Gleich geht's auf jeden Fall weiter mit North gegen Windigo. Bleibt auf jeden Fall dran. Dann bin ich gleich wieder für euch zurück.